Patrick Oberst, klar, man hat sich das Spiel heute anders vorgestellt. Kann man vielleicht sagen, die Chance, die ihr gehabt habt, nach dem Gegenzug, dass 4-0 entstanden ist, ist so ein bisschen die letzte entscheidende Szene, die ihr dann hätte zurückkehren können? Ja, kann man so sagen. Ich denke, es hätte davor schon genug Chancen gegeben, die wir zurückkehren hätten können. Aber es ist immer schwierig, einem Rückstand hinterherlaufen. Und wenn man es vorne nicht macht, dann bekommt man es halt hin. Grundsätzlich, er hat es gesagt, gar nicht gemacht, aber viel falsch gemacht hat er sehr lange eigentlich ja nicht. Ist das einfach irgendwann schon frustrierend gewesen? Oder gibt es schon etwas, der hätte mir sagen, hey, ausserdem, wenn ich das Goal schieße, dann müssen wir irgendetwas wieder ändern? Ja, ich denke, es ist heute gegen Goal sicher zum Teil ein bisschen Pech auch dabei gewesen. Sachen, die man aber sicher auch verhindern hätten können. Und ich denke, vor allem am Schluss hat die vielen Strafen, das hilft bei einer Aufholjagd natürlich nicht. Und da hat natürlich nicht mehr viel für uns rausgeschaut zum Schluss. Aber die Strafe, die zwei Grossstrafen am Schluss, ist einfach noch Frust dabei gewesen und muss man auch sich selber untereinander sagen, hey Jungs, das bringt nichts, oder wie muss man das interpretieren? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da ist auch viel Frust dabei gewesen. Ich denke, das sind Strafen, die unnötig sind, die uns auch vielleicht für die nächsten Spiele beeinflussen können. Wir wissen nicht, was mit diesen Spielen sein wird, aber auf jeden Fall unnötig und schadet uns nur zum Schluss. Das Spiel ist noch geschehen aufs nächste Spiel. Natürlich, Kopf geschehen abschalten. Aber was ist jetzt vor allem der Fokus für am Donnerstag, jetzt, wenn wir so mit vorausschauen? Ja, ich denke sicher den Reset-Knopf drücken, dass man da wirklich das Spiel vergessen und das Ganze wieder von 0-0 betrachtet. Und dann geht das Ganze von vorne wieder los. Danke vielmals. Danke.